Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papas Bakery mit mir Francesco und unser Francesco hier in Game. Ja, Folge 3, Tag 5, 6, 7 und ich würde mal sagen, ab dafür. Time to fire some help. Dining Room. Oh, dann nehmen wir doch mal die schöne Cecilia. Hallo Cecilia. Neuer Customer, Janenna. Die isst bestimmt ganz viel Banana. Pff, lol. Ernsthaft Banana Filling? Oh. Meine Güte. Scheiße. Hätte ich jetzt nicht gut gerechnet. Also irgendwie schon, aber irgendwie nicht wirklich. Netherfilling! Was? Ach, du grüne Neune, 12 Stück. Eins, zwei, drei, vier. Da fehlt immer noch was. Aber es ist fast 1, 2, 3, 4 und dann 2 Stück. Cooper möchte die Royal Anne haben. Wir warten hier nochmal. Das, dann zum Teil das. Erstmal so. Janenne! Fast 100%. Meine Güte. Kriegen wir das nochmal hin? Komplett Schokolade. Easy going. Oh, Brownie-Füllung, besser gesagt. Das dann oben drauf. Und rein da. Nehmen wir das, kriegen wir hin. Sollen wir schon mal drauf machen? Dann nehmen wir das eben runter. Allerhöchster erstmal. Moment. Weiß, ich bin verwirrt. Zweit, okay, cool. Können Sie jetzt aber schon zu zweit schnabulieren? Und jetzt eine Erdnuss überall drauf. Nee, Baking Station. Baking Station. Quinn. Hallo, Quinn.
the station. Oops. Und diese schöne Füllung. Und 8 Stück von denen. Solide, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Das neue Sticker nicht. Ja. 98% bleibt solide. Rang Banana Buddy. Woohoo. War irgendwie klar. Oh Mann. Neue Kleidung. Hier schon 2 Sterne. Neue Customer Carlo Romano. Cream Mio Crust. Neue Kruste. Talk 6 ist es. Eieieiei. Take order. Oh. Okay, kein Topping. Yeah.
Alles klar. Dum, 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 dum. Dann das da oben drauf und auf den Herd. So, nach dem Zahltag können wir auch gucken. Nochmal in den Shop gehen und nachgucken, ob wir uns dann vielleicht schon was Neues holen können. Also eins von den Helferlein. So, Klingel und so weiter. Booster brauchen wir eigentlich ja weniger. Kann man sich aber mal besorgen. Janana mit einem speziellen Rezept. Janana Banana mit einem speziellen Rezept. Ich weiß es nicht. Dir so sehr gefallen, dass wir uns ein spezielles Familienrezept von zu Hause mitbringen. Der Wahnsinn. So, Shopping. Nur der äußere Ring. Zack. Carlo Romano 97%. Ja, Topping war nicht so perfekt. Das war bis jetzt noch nie, aber. Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm, 98%. Ja, 98 Punkte, also 98% gesamt. Royal Anne, Royal Anne, Royal Anne. War komplett Kirsche, oder? Nee, nicht komplett Kirsche. Und jetzt. Oh, 12 Bananen außenrum, ich liebe es. Planta Crunch. Hallo Xolo, was guckst denn so grimmig? So. So gut es halt geht. Und gleich eine Geilnis. Ich glaube, der Booster ist natürlich auch schon mal hilfreich, wenn man jetzt schnell beenden will, mehr oder weniger. Captain Curry! Woohoo! Oh Gott, eins war noch in der Mitte, alles klar. Obwohl, hat ja eigentlich schon was. Sieht aber schon gut aus. Oh, jetzt bekomme ich irgendwie Lust auf solche Dinger zu backen. Scheiße, geht schon früh los. Thank you.
Bushaltestation, ja, ich weiß, ich weiß. Oh, die Bildstation war natürlich nicht perfekt, aber 100% bei der Toppingstation. Rank Creamio Champ. Kurz speichern. Slide Escape. Kleidung nach, okay. Haben wir schon eine Sonne bekommen? Wir bleiben dabei. Holiday, New Year. Neues Jahr, alles klar. Each club item has a number of points. The higher the number of points, the longer customers will be happy waiting in the lobby. Put three or more items from the same theme in your lobby for maximum points. If only one or two of a theme, you'll lose some points. Alles klar! Neues Jahr und so. Gucken. Okay.
Clanton Crush. Doppelt so viele Tipps, naja. Payday, $150. Now is the rating. Neuer Customer Xandra. Ay. Chocolate Mousse. Tutti Frutti Füllung. Und it was. Take order. Ay. Das Topping. Und drück da. Der Franco, der möchte ein Royal Inn haben. Mittlerweile weiß ich auch, wie es geht. Big Party, ay. Perfekt! Royal Anne, da wollen sie nur Peanuts allgemein haben. Der Franco! 147 Punkte. Der Carlo Romano ist wieder da. Knapp. Aber die Filling Station ist ja auch echt tricky, wenn die mehr als nur eine Sache wollen, da 100% zu erreichen. Ach, Drecksmist. Dann tue ich mal so, als ob ich das eine nicht hinplatziert habe. Schon zumindest auch die Anzahl. Fuck. Entschuldigung, Pony. Captain Curry ist wieder da. Mit ihrer Freundin. Und die teilen sich ein.
Kirsch. Kuh. Mit Streusel. Was auch immer das sein soll. Entweder ist man zu schnell oder man ist zu langsam. Was? Ich muss eigentlich eher mit jemand anderem gerecht, aber auch egal. Eieiei, wie einfach ist das denn? Hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen, aber. Doch vergleichsweise einfach. Sagt ihr, verkackt ihr einfach Füllungsdings oben drauf mach Zeugs. Och Gott, ernsthaft. Na gut, ich hab ja. Dann habe ich ja Zeit, bis das Backen fertig ist. Außen. Und jetzt ein paar Kirschen oben drauf. Mehr oder weniger gut platziert. Respekt. Und Karamell. Runda! Was willst du denn? Was gibt's denn? 95 Punkte. Und knapp 5 Dollar. Lässt sich doch sehen. Ach, 80% hätte ich nicht gedacht, weil der 85% da, aber gut. Kein neuer Rang, aber nah dran, eben gespeichert. Das war in Ordnung. Nicht mehr. Da, Taco. Gitarre. Ah, will man nicht unbedingt haben, ne? Das ist ja casual und so. Ein Messi, ein Ei und das Deck dahinter. Sonst noch was Interessantes hier nicht. Kleidung. Poster oder so, ne? Ich
quatsch ich wieder. Osterposter. Und das. Und was war das noch? $90. Mal 2. Ja, und Moment. Okay, einmal können wir das auch, dann können wir auch wechseln. Und damit endet auch Folge 3 von Papas Bakery. Ich muss mal schauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder mit Talk 8 und 9. Ja, genau. Tschüss und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Hey,